Moin und willkommen bei einer neuen Runde Bellwright. Ja, die kleine Siedlung in Anführungsstrichen. Ich werde so ein bisschen ins Stocken geraten. Eigentlich müsste ich mich jetzt einfach mal konzentriert bestimmte Materialien sammeln, wie zum Beispiel Holzstämme. Das mache ich jetzt einfach mal zuerst. Und danach werde ich mich um Flachs, denke ich, mal kümmern. Werde ich mich einmal ans Wasser ranwagen. Diese Flachs einsammeln, weil das benötigen wir zum Forschen. Um in Richtung Landwirtschaft gehen zu können. Meine Hoffnung ist, dass wir dann sowas wie Flachs und Flachs anbauen können zum Beispiel oder eben auch Lebensmittel. Ich weiß gar nicht, habe ich gerade gesagt Flachs besorgen? Ich meinte auf jeden Fall Schilf. Ja, und das ist so jetzt erstmal das nächste Ziel. Erstmal die beiden Gebäude fertigstellen. Ich glaube, dafür werden jetzt einfach nur noch Baumstämme benötigt. Und danach eben die Forschung weiter vorantreiben. Der Dorfälteste aus dem Dorf, wo ich den Namen immer vergesse, der möchte eigentlich, dass ich zwei Wölfe töte. Aber mit dem Kämpfen habe ich es momentan nicht so. Läuft zumindest nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Interessant wird auch noch, was passiert, wenn der Winter kommt. Keine Ahnung. Jetzt hier auf jeden Fall erstmal. Viele Baumstämme zu. Ach, für den Bau. Ja, ja, alles klar. Ich wollte ja aber eigentlich eine Truhe. Das mache ich erstmal nicht. Oder aus Baumstämmen und eben Holz machen. Momentan bin ich ja immer eher knapp an Baumstämmen als an Holz. Bin ich jetzt überhaupt an der richtigen Stelle? Soll ich eigentlich irgendwo noch einen Baum liegen? Naja, in der Hasenfalle ist auch wieder was drin. Aber das lasse ich da jetzt erstmal. Schade ums Fleisch. Aber ich kann zumindest ja hinterher noch die Felle abholen. Keine Ahnung, ob ich das richtige treffe. Sieht eher danach aus, als wenn man da auf den Stein einschlägt. Vom Ton her allerdings nicht. Oder? Das ist Holz. So, bringen wir die erstmal wieder weg. Ja, leider immer maximal zwei tragen. Holz wird doch auch langsam knapp. Jetzt deine Aufgabe.
Man weiß es nicht so genau. Ist ja scheinbar stecken geblieben, würde ich sagen. Das ist natürlich blöd, wenn man sowas sieht. Dann verballert er ja die Ressourcen. Ich mühsam erarbeitet habe. Das dauert ganz schön. Wahrscheinlich baller ich da die ganze Zeit gegen den alten Stumpf. Was geht eigentlich mit dem Waldgebiet hier? Wächst das nach? Ich glaube, die Sammelstelle wurde fertig gebaut, wie ich das gerade richtig gesehen habe. Nicht genau darauf geachtet, was da stand. Gleich direkt hier abgeben können. Ja, nehmen wir den hier. Ich habe ja auf jeden Fall noch drei Baumstämme drüben. Die kann er ja hier rüber holen. Mache ich hier noch einen weiteren rein, dann ist das 6. So. Lachs, noch eins benötigt. Damit kommt er jetzt aber gerade, oder was? Nee, das ist ein Holzstamm. Mehr Platz hat er ja gar nicht, er hat ja bloß 9 Felder im Inventar. So, dann kann er das auch fertig bauen. Dann gucke ich mal eben nach der Sammelhütte. Und dann geht's zum Wasser. Schilf sammeln. Seite. Flachs sammeln. Möchte ich immer mindestens 10 haben. Davon möchte ich immer mindestens 5 haben. Davon auch mindestens 4 zum Braten. Jo. Ach, guck mal, die können auch alles andere sammeln. Das ist ja interessant. Okay. Wasser, vorsichtig. Da ist leer. In der Zeit kann mein Kollege ja die Holzfällerhütte fertig bauen.
Wieder hier lang. Und hier ist Wasser und Schilf. Nicht die geringste Ahnung, wie viel ich brauche, deswegen mache ich einfach mal das Inventar damit voll. Wie viele Plätze habe ich eigentlich? 30. Mal kurz gucken, was der hier verkauft. Der vielleicht. Doch, Seile hat er. 1, 2. Aber ich habe keinen Platz. Ich trottel. Schläft jetzt hier bestimmt nach. Zwei oder was? Oh Gott. Na gut. Natürlich weniger Schilf dabei. Das ist fertig geworden. Das war keine Benachrichtigung, aber das Icon auf der Map hat sich geändert und es sieht auch nach einer fertigen Hütte aus drüben. Dann würde ich mal eben Schilf und so erstmal hier reinpacken. Und tatsächlich auch die beiden. Ja, eigentlich den Schild erstmal zu Ende. Auf einmal kann ich da drüber bringen. So. Dann gucke ich mal nach dem Holzfällerlager. Da irgendwas einstellen muss. Okay, das heißt, wir brauchen da
Eine Axt. Ja, der Junge hat ganz schön viel zu tun. Wie kostet es noch? 2 Steine, 6 Holz. Ein Holz. Irgendwelche Beeren, jo. Machen wir mal die einfache Axt fertig. Fleisch da ja nach hin. Holz weg. Habe ich jetzt eigentlich die Felle hier, ne? Die will ich ja eigentlich hier rein haben. Wieso hat er das Schiff hier rüber gebracht? Sehe ich nicht. Aber ich das selber? Nein. Was war das? Fell. Nein, andersrum. Ja. Mal gucken, wie oft mir das noch passiert. Ach, hat er wahrscheinlich rausgenommen, weil das hier drin verboten ist. Das heißt, er sortiert mir das dann auch um, wenn ich die Sachen einfach in irgendeine Truhe reinlege, wo nichts erlaubt ist. Bräuchte ich theoretisch immer nur in eine Truhe reinschmeißen. Da muss ich eben ausschalten, dass irgendwas da drin gelagert werden darf. Dann holen meine Getreuen sozusagen die Sachen raus und sortieren sie in andere Kisten um. Das ist doch gut. Guck mal, jetzt geht er da hinten Pilze sammeln. Räuchergestell zum Trocknen. Sand habe ich nicht. Aber in der Nähe des Dorfes, glaube ich. Einfache Fackel, nö, Lager, nö. Das lieber auch noch nicht. Webstuhl. Das würde Sinn machen. Der wahrscheinlich auch. Und erstmal das hier. Bräuchte ich aber wieder 4 Holzstämme.
Straße hin. Weg. Einfach weg. Na gut, so viele Bugs gab es bisher nicht. Das zeige ich jetzt einfach mal. Erstmal hier einlagert, oder? Und dann holt sie jemand raus. Stimmt. Machen wir mal da ab. Da sind auf jeden Fall mehr Baumstämme, als ich eigentlich brauche. Sechs von vier. Jetzt laufen die durch mein Lager. Also mindestens einer auf jeden Fall. Ein Tag bis zum Winter. Oh Gott, oh Gott. Mal gucken, was das bedeutet, wenn der Winter da ist. Ich mache jetzt ganz was anderes. Dann gehe ich mal eben die Baumstämme holen. Einfach mal zwei neue.
Wieder zwei Banditen gelaufen. Jetzt geht er da hin und holt oder was? Das wäre ja jetzt Quatsch. Er hat schon wieder da Sachen rum draufgelegt. Kommt er jetzt zurück? Nein. Mit der Truhe direkt dahinter kommt dann nicht klar. Habe ich jetzt irgendwie was zum Abreißen? Ja, gibt es. Was sagen? Hier liegen. Das da. Bauen wir das direkt wieder auf. Das war hier. Was fehlt? Wachs und Holz. Holz. Habe ich aber. Ich habe natürlich wieder nicht dran gedacht, das Ding zu benennen. Aber bedeutet ja, ich könnte sie ja abreißen und mit einem neuen Namen hinsetzen. Da einfach nur die Baumstämme rüber oder was? Ach Gott. Sechs und drei. Dann muss ich ja doch komplett neu bezahlen. Also hab vielleicht maximal irgendwie ein Holz bekommen. Also erstattet bekommen am Abriss. Ist ja ein bisschen traurig, ne?
So, das wäre dann auch wieder eine neue Kiste. Na komm. Komm ich dann mal darüber. Wenn man einmal versehentlich zuschlägt, ohne dass der wirklich visiert wurde, dann kostet das leider ein bisschen Zeit, bis sich das alles wieder normal fügt, sozusagen. Das nervt ein bisschen. Dann gucke ich mal, dass ich so 1, 2, 3 Kisten schon mal neu baue. Zum Beispiel gleich vorne an die erste für Ausrüstung schon mal neu machen. Weil ich nicht weiß, was ist eine Ausrüstung? Never. Ja. Ach, das kann ich hinterher. So geht das. Oh, Alter Schwede. Kann man auch echt unnötig kompliziert machen. So, das heißt, umbenennen. Was schreibe ich denn da so mal? Was ist das Tool? Mal so. Was war da jetzt noch drin? Sinn, ne? Jetzt die Gefahrenstufe erhöht oder was war das gerade?
Würde mich halt interessieren. Aber dafür brauche ich definitiv Hans. Gut. Dann machen wir weiter. So, die kann ich dann auch alle mitnehmen. Und da rein platzieren. Schlammgrube. Kann die irgendwo hin oder muss die... zum Beispiel auf dieses Lehm vorkommen? So, die Schaufel, Holz und Kupferbarren. Ja, super. Das wiederum bedeutet ja, ich müsste hier, nein, nicht da, sondern hier, einen Rennofen forschen. Machen wir doch erstmal das. So, dann könnte ich in der Zwischenzeit gucken, ob ich Hans finde. Ich meine, das müsste irgendwo hier sein. In dem Bereich. Salbei, 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 Hans. Das ist ja gar nicht weit weg. Das sind das Bärensträucher. Hier soll irgendwo Hanf sein. Ist das schon? Ein paar Pflanzen. Lohnt sich hier die Markierung auf der Karte überhaupt nicht. Na gut. Trotzdem nochmal in die Richtung.
Irgendwie würde ich mich auch gerne mit den Wölfen anlegen, aber ich habe halt keine Ahnung, was die können. Und mit den Banditen habe ich Probleme. Da war ich schon, das habe ich eingesammelt. Mal irgendwas zu essen hier. Was ist das für ein Vorkommen? Wie ein Durchgang ist aber keiner. Hier ist noch mehr Kupfer. Ja, da sind auch leider die Wölfe. Wenn ich jetzt hier sterben sollte, ist es schon ein weiter Weg zurück, ne? Ist das deren Höhle oder was? Jetzt nicht ganz so viel. Da kommt noch einer. Aber das ist immer noch dasselbe. Das war noch dasselbe. Ja, einer ist weg. Hier zu fordern. Ich nehme davon ein und warte mal, was war das? Weiß ich nicht. Und den. Dann marschieren wir mal los. Zum Kadaver. Ja, ein, zweimal weniger daneben schlagen. Dann wäre das gar nicht so das Problem. Ja, aber so wie jetzt eben mit mehr Lebenspunkten auch. Also auf jeden Fall mehr mit den Bast-Lebensmittel arbeiten, das wäre auch wichtig. So, hier soll es auch Hanf geben. Wieder keine Samen. Hier soll nichts zum selber anbauen.
Da bin ich nur auf dem richtigen Weg. Jo. Da bin ich gestorben. Vorwärts. Immerhin kriegt man ja mal seine Axt gleich wieder. Und seine Rüstung. Rüstung in Anführungsstrichen. Wie sieht's da eigentlich aus? Geht das mal kaputt? Nö. Nur Klamotten. Okay, und im Holzfällerlager ist die Axt kaputt gegangen. Wird sich ja wahrscheinlich gleich geheilt haben. So, Herr Wolf, kommen Sie. Ach, ich wollte eigentlich zuschlagen, stattdessen sammelt er. Noch eine Überraschung. Eine leere Höhle. Zu sammeln, anstatt zu schlagen. Ist natürlich wirklich ungünstig. Warte mal, das muss raus, was ist das hier? Kupfer kann mit. Das muss raus, weil da ist gleich nochmal ein Handfeld. Nur eins gefunden. Nein. Zwei. Drei, immerhin. Dann ist jetzt eigentlich viel zu dunkel. Ich bin immer noch ein Fremder für die. Jetzt zum Glück Laternen. Come closer. Coin for an old soul. Yes. Just a few pennies to stave off hunger's. Wait, you're back again. Surely you didn't. I don't know what to say. Thank you. It's much appreciated. Yes, I suppose you can. Even though I might question your mental state for taking on those wolves, you've shown you're not a danger to us. Indeed, you seem to be more of a danger to yourself. Anything else?
What is it? Oh, I see. Those coins are from the times before the last rebellion. No one uses them anymore, but they're a precious and nostalgic symbol for people throughout Carvenia. If you bring them to the elders from the lowlands and highlands, they will sh- Hello? What would you like to know? This village is close to my heart. Ja, das Dorf interessiert mich nicht. Usurper, Lord, we have the same origin, but they... Anything else? I was born right... It was especially... Yes, I'm... But thank you. Do you need anything else? How can I help you? Okay. Keep going. Night's coming quick. Best be indoors before dark. These are tough times we live in, but a bit of coin can still buy you some comfort. Keep going. Unfortunately, I have no job. Anything else? So, muss ich mal wieder zurück. Ist ja quasi schon dunkel. Wer bist du denn? Du hast ja ein besonderes Licht über dir. So schnell! So, haben wir die mal wieder. Any progress in your search? I presume you're going to stay in the lowlands for a while, so I think you should work on your camp and your place to protect yourself and plan your next moves. If that you don't want to keep living in that uncomfortable shack, do you? Yes, if you do something that will show them you're worthy of it. Help them in some way. Raise your reputation. Do something they'll... People here are desperately looking for someone to prove that being passive is no way to live. Go ahead. I heard Elder from Padstow has a problem with bandits. It's an opportunity to meet some of the villagers there and gain their trust. Even if you don't find the answers there, you'll at least gain some funds for your... And by the gods, be careful when showing off that sigil. You might run into someone willing to kill to protect its secrets. Na gut. Leider kommt hier als nächstes der Winter.
Da läuft irgendwas auf der Straße, was nicht so freundlich ist. Mit einem Schild. So, jetzt ist Winter und nun? Hat er eigentlich Holzstämme wohl? 5. War nicht mal so verkehrt. Kupfer und kein Sinn, aber auf jeden Fall mal umbenennen. Jetzt ist Winter. Was sagt mir das mit dem Winter? Ich sehe keinen Winter. Zumindest noch nicht. Na gut. Ich denke, das sollte es erstmal gewesen sein für heute. Und der Versuch, weitere Leute anzuheuern, das verschiebe ich dann auf die nächste Folge. Gucken, wie das geht. Gerade eben sind ja durch die Nacht quasi alle in ihren Häusern verschwunden. Und dann gucke ich beim nächsten Mal, wer denn bereit wäre, quasi mir zu folgen. Das Ding könnte ich nochmal eben platzieren. Dann vergesse ich das nächste Mal nicht. So. Ja, genau. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da. Kommentare sind auch gern gesehen. Vielleicht würdet ihr etwas anderes machen. Vielleicht habt ihr Tipps? Und genau, über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.